Impact Us in der Trainingsanstalt von Björn Goop. Es gab 2 Ehrenplätze in Schweden über die lange Distanz in 15-5 und 16-0. Zuletzt ein frischer Sieg in 15-4. Ja, und so einfach ist das in Schweden, wenn man 3 Starts hat, ein Rennen gewinnt und 2 Platzierungen, verdient man 14.500 Euro. Und hier kann es weitergehen. Die Berliner sagen, alles auf Halali. Der machte einfach einen zu guten Eindruck und Halali sieht auch wirklich gut aus. Der Heat war richtig gut. In Hamburg-Bahrenfeld zog er am 19.06. gleich an die Spitze und gewann überlegen in 16.06. Hier zog er gleich auch an die Spitze und gewann überlegen in 17.05. Das ist natürlich das interessante Pferd hier. Was kann dieser Halali? Was hat Heinz Weverin sich da auf jeden Fall ausgerechnet? Kurs ist 91. Aus Schweden angereist ist die Startnummer 7, Greedy SJ mit Conny Lugauer. Der Hengst hat einen richtig guten Heat gemacht und Conny Lugauer hatte ja mit Green Maxima schon eine Vorstellung, aber die waren nicht leider so gut gewesen. Aber der Heat war wirklich richtig gut von Greedy SJ. Und man staune, wenn man auf das Feedboard jetzt schaut, der wird sehr stark gewettet, dieser Greedy SJ. Also da sollte man mal schauen. Aktueller Kurs ist jetzt hier 63 für 10. Dann die Startnummer 8, Trigger Ass, ist hier weiterhin dreistellig auf dem Feedboard. Finde ich sehr komisch, auch einen sehr guten Heat hingelegt. Kees Kamminga sagt, wenn er dieses Rennen, er ist gut drauf, wenn er dieses Rennen auch gut verkraftet. Das ist mein Derby-Starter und mein Derby-Favorit, der wird dort starten. Also er hat... Vorsicht auf den Galopp! Jetzt haben wir sogar noch ein fahrerloses Pferd. Vorsicht! Wahrscheinlich die Nerven doch durchgedreht mit der Stute. Also außer Seda Rapid sind alle Teilnehmer am Startwagen. Noch 15 Meter bis zur Startmarke. Bundenwort 2011 ist gestartet. Und von ganz innen beginnt am schnellsten Impact. Die Nummer 3 ist rot, die 3 rot. Also vorne ist Impact Us in der 2. Position, Greedy SJ. Die Nummer 9 ist rot, die 9 rot. Haben wir Jesse Kiwizov, dahinter Turbo Overdrive und Halali im ersten Bogen. An der Spitze Impact Us und außen Hip Trigger Us ab. 11.3 ist die erste Zwischenzeit und Impact Us hat das Kommando und führt. Mit 2 die Nummer 8 ist rot, die 8 rot. Jesse Kiwizov, dahinter trabt in der 4. Position Turbo Overdrive. 5. Pferd ist momentan Halali, dahinter Admiral Boom. Das Pferd vor den Tribünen. An der Spitze ist Impact Us gegenüber Jesse Kiwizov von außen, Greedy SJ. An den Kette Turbo Overdrive, dahinter kommt Halali und Admiral Boom. Vor dem Ziel geht's auf die Schlussrunde. 20.3 ist die nächste Zwischenzeit. An der Spitze Impact Us. An der Außenseite Greedy SJ, an der Innenkette Jesse Kiwizov. Dann Halali, innen Turbo Overdrive und Admiral Boom. Im Rosenhofbogen, Impact Assist von innen Jesse Kiwizov, außen Greedy SJ, dann Halali, Turbo Overdrive und Admiral Boom. Aber der Vorteil hier für Impact Ass, gut eine Länge gegenüber außen Greedy SJ, an der Innenkante Jesse Kiwizov, dann Halali, Turbo Overdrive und Admiral Boom. Es geht auf die Überseite, ruhiges Tempo, vorne 21.5 war das Teilstück. An der Spitze Impact Ass, außen Greedy SJ, an der Innenkante Jesse Kiwizov, dann Halali, an der Innenkante Turbo Overdrive und Admiral Boom. Mitte gegenüber, keine Attacken auf Impact Ass, der hat das Kommando, an der Außenseite weiterhin Greedy SJ, an der Innenkante Jesse Kiwizov, dann Halali, Turbo Overdrive und Admiral Boom. 500 Meter bis zum Ziel, aber ist dicht geschlossen. An der Spitze Impact Ass, an der Außenseite Greedy SJ. Dahinter Halali, Admiral Boom, innen sitzen Turbo Overdrive und Jesse Kiwizov. 16.30 die Zwischenzeit im Schlussbogen. Impact Ass ist vorn, an der Außenseite Greedy SJ. Dahinter Halali, Fehler von Admiral Boom. Halali geht in die dritte Spur. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf. An der Spitze Impact Ass, dahinter außen Greedy SJ, ganz außen kommt Halali. An der Spitze ist Impact Ass, aber außen kommt Halali. Impact Ass und Halali im Kampf. Heinz Weverin
Außen innen Impact, das kann Pistolinie. Der geht aus der Hand, der Schimmel. Hallali ist das Ziel. Hans Wendring, der macht's einfach. Hallali gewinnt das Buddenbrock. Flieg, Schimmel, fliegt! 2011 Buddenbrock-Sieger ist die Startnummer 5, Hallali, in der Hand von Heinz Wilbering. Zweiter die 1, Impact Ass, Björn Gob. Dritter die 6, Jetze Kiwizow, Dion B. Tetzeler. Vierter wird die 4, Turbo Overdrive. Und fünfter die 10, Admiral Boom. Vorläufig 5-1-6. Vorläufig für die Dreierwette 5-1-6. Die Starter für das 12. Rennen, das Unicom-Rennen, starten 9 Pferde, 3 Platzwetten. Das Rennen wird mit dem Auto gestartet, die Distanz 1900 Meter. Letzte Chance für Sie heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, an unserer Prämienausspielung über die Siegwette teilzunehmen. Das 12. Rennen läuft letztmalig in Verbindung mit der Prämienausspielung über die Siegwette